Berlin 1870. Eine Krankenschwester im Dienstanzug. Berlin 1907. Eine Armee-Oberschwester im Straßenanzug. Berlin 1918. Festanzug für Schwestern und Hilfsschwestern vom Roten Kreuz. München 1915. Schwestern in Feldausrüstung. München 1933. Dienstkleidung bei der Arbeit. Göttingen 1962. Göttingen 1982. Das sind die Durchreicheschränke. Hier kommt das Zeug rein, drinnen wieder raus. Man muss also nicht mehr mit der Karre in den Zimmern rumfahren und die Keime hübsch verteilen. Ich darf dich doch duzen, oder? Schon verheiratet? Entschuldige, wenn ich so direkt bin. Aber besser so als andersrum. Einen Freund habe ich, wenn dir das reicht. Bestimmt so eine lockere Beziehung, hm? Du bist garantiert schon unter der Haube. So nennt man das doch, oder? Arbeitslos. Polizist. Solange er dich nicht den ganzen Tag einsperrt. Na klar tut er das. Nur einmal im Monat darf ich zum Kegeln mit den Ehefrauen aus seinem Fußballverein. Wirklich? Quatsch. Hätte er sein können. Aber Fußball spielt er wirklich. Und gar nicht so schlecht. Gerd macht das auch. Zur Körperbeherrschung. Sagt er jedenfalls. Früher, als Robert noch nicht im Verein war, da war alles viel schöner. Wenn wir Lust hatten, konnten wir den ganzen Tag im Bett verbringen. Tja, was will man machen? Etwa 10 Jahre, nachdem ich meine Schwesterntätigkeit während des Ersten Weltkrieges aufgegeben hatte, wurde ich vom Roten Kreuz wieder zu verantwortlicher Position berufen. Der Provinzialverband Mittelschlesien suchte eine Frau, die den Bereitschaftsdienst in der Provinz sowie die Ausbildung von Helferinnen leiten sollte. An der Spitze des Verbandes stand die Kronprinzessin. Die Vorsitzende des Hauptverbandes war Gräfin Holbein. Holbein war eine schlichte, aber vornehm aussehende Frau. Sie verband Würde mit Natürlichkeit, Temperament mit Liebreiz. Sie war nicht nur liebenswürdig wie die Breslauer Damen, sondern wirklich herzenswarm, klug und praktisch. Mit Frauen unseres Bekanntenkreises hatte mich nicht viel verbunden. Man findet sich nett, aber den wirklichen Menschen lernt man nicht kennen. Das Rote Kreuz war ein Sammelpunkt von Menschen, denen der enge Frauenalltag nicht genügte, die anderen helfen wollten, denen das Regieren und Organisieren lag und die so über den allgemeinen Durchschnitt hinausgewachsen waren. 2 bis 3 Tage saß ich in unserem Büro in Breslau und empfing dort ununterbrochen Mitarbeiterinnen aus den Kreisen. Ja, guten Tag. Bin gerade ins Büro gekommen, ja. Nein, das habe ich noch nicht erreicht. Aber morgen wird es bestimmt soweit sein. Ja? Trotz dieser äußeren Enge war der Geist, der hier lebte, weit. Jeder arbeitete so selbstständig wie möglich. Wir kannten keine Meinungsverschiedenheiten oder gar Intrigen. Und es herrschte eine wunderbare Einigkeit und Kameradschaft unter uns. Guten Tag, meine Damen. Guten Tag.
Ich freue mich, dass sich auch diesmal wieder so viele Frauen zusammengefunden haben, um etwas über Krankenpflege zu erfahren. Die Kurse sind kostenlos. Den größeren Teil trägt das Innen, den kleineren das Verteidigungsministerium. Weil der Bund davon ausgeht, dass im Ernstfall die Zivilbevölkerung den größeren Schaden nehmen wird. Ansonsten hoffe ich, dass Sie sich näher kennenlernen werden. Es haben sich bei diesen Kursen schon viele Freundschaften entwickelt. Und was gibt es Schöneres als eine Freundschaft zwischen zwei Frauen? Sie wissen ja selbst, dass wir Frauen uns untereinander besser verstehen. Das ist mir ja noch nie vorgekommen. Dass junge Männer so etwas machen, das wissen wir ja alle. Aber Männer in Uniform, das ist ja unerhört. Naja, die wissen heutzutage ja gar nicht mehr, was das bedeutet, eine Rotkreuz-Uniform zu tragen. So, meine Damen, jetzt machen wir aber weiter. Die wenigsten von Ihnen können sich wahrscheinlich an die schreckliche Zeit des letzten Krieges zurückerinnern. Aber da zum Beispiel kam es eben speziell auf uns Frauen an, zuzupacken, zu helfen und wieder aufzubauen. Helfen Sie mir doch, Schwester. Mir ist so schlecht, Schwester. Schwester, ziehen Sie mich doch hoch. Das können Sie doch alleine. Ach, helfen Sie mir doch, ich kann das nicht. Natürlich können Sie das. Wenn Sie sich nicht ein bisschen anstrengen, bleiben Sie ewig so liegen. Haben Sie doch Mitleid. Vom Mitleid werden Sie auch nicht gesund. The Nightingales were wealthy people and Florence was educated by private teachers. She learned to sing and to play violin.
She lived in London during the season and accompanied her parents on holidays to France and Italy. It was a pleasant life, but Florence was not happy. One day she heard of a school of nursing, which had been opened at Kaiserswerth-on-Rhein. At first her parents refused to let her go, but at last Florence managed to persuade them. At Kaiserswerth, Florence found what she was looking for. In 1853, the Crimean War broke out. There were few doctors, no hospitals, not even bandage, and the sick and wounded were dying like flies. Mr. Sidney Herbert, the Minister of War, asked Florence if she was willing to go to Crimea. A fortnight later, she left England with a group of nurses and a store of medical supplies. At first, the army authorities gave the ladies no help. But Florence worked day and night among the wounded, whom she found crowded together in an indescribably dirty barracks. Within 6 months, she had transformed the barracks into a hospital and opened 4 other hospitals. The death rate fell from 42 to 11%. The war ended in 1856, and 4 months later, Florence returned home as a national heroine. For more than 50 years, she continued working for the good of mankind until her death at the grave. In 1910.
Der Film ist Geschichtsklitterung. Es wird so getan, als ob es in Spanien nur Faschisten und Antifaschisten gegeben hätte. Dabei gab es noch eine dritte Front zwischen den Anarchos und den Kommunisten. Das waren Stalinisten, die im Mai 37 die Anarchisten ermordet haben. Ja, und in dem Film, da gab es doch nur die bösen Faschisten und die guten Kommunisten. Das ist irgendwo Lüge. Ist doch Platner. Darum geht's doch gar nicht. Das war ein Film über einen Faschistengeneral und über einen Arbeiter, der sicher nicht als Held dargestellt wird. Geschichtsklitterung, da die Faschos. Lass mich doch mal ausreden. Der Arbeiter wird nicht als Held dargestellt. Und solche Leute wie den Faschistengeneral, die gibt's heute noch massig. Dass ich jedes Mal platt total ist aufregen. Es ist platt. Dabei war die kommunistische Politik unter Stalin gar nicht auf eine proletarische Revolution in Spanien aus, sondern auf die Wiederherstellung der Bourgeoisie-Demokratie. Erst den Krieg gewinnen und dann die Revolution. So was Schwachsinniges. Wohl auch jeder vernünftige Linke weiß, dass das Ziel der Revolution gelebt werden muss. Das heißt, jede direkte Politik muss das Endziel schon in sich tragen. Man kann doch nicht einfach seine Bedürfnisse zurückstellen für irgend so ein schaumiges macht Ziel. Macht mich wahnsinnig mit eurem schwachsinnigen Geschwafel. Mich hat doch hauptsächlich der Faschist interessiert. Natürlich stimmt das mit den Faschisten, aber ist doch schon lange gegessen. Darüber brauchst du doch keinen Film mehr zu machen. Ja, der Typ, der einen Film gemacht hat, ist sowieso nur so ein SEWler. Ah, jetzt kommt wieder die Leier. Ja, der will nur seine billige Welt sich darstellen, sonst gar nichts. Weil die Kommunisten Frankreichs Verbündeten die Hitler verlieren wollten. Deswegen haben sie die proletarische Revolution geopfert. Anna, hey, warte mal! Hey, was ist denn los? Du hörst überhaupt nicht zu, du Blödmann. Du und dein dämlicher Freund, mit dem du dich ja so glänzend verstehst. Immer wenn ich mit euch zusammen bin, redet ihr diesen abgehobenen Scheiß zusammen. Ich schreibe euch die Lunge aus dem Hals in euch Gipsköpfe. Wo rede ich denn Scheiß? Arschloch! Morgen. Morgen, Schwester. Barbara hat wieder nichts vorbereitet. Keine Tabletten, keine Spritzen, kein gar nichts. Das müssen Sie Barbara schon selber sagen. Haben Sie die Schiebe und die Uringläser sauber gemacht? Nein, Hanna war dran. Das dachte ich mir fast. Ihnen hätte ich das auch nicht zugetraut. Die sind alle noch schmutzig, das ist ein Saustall hier, so geht es nicht weiter. Hallo. Da fehlt noch eine. Das Zeug könnte ich nie schlucken. Das sollen Sie ja auch nicht. Boris! Wie oft habe ich dir jetzt gesagt, du sollst auf Karchen besser aufpassen? Hast du schon gegessen? Mhm. Ja. Immer am falschen Ende sparen. Das ist Krankenhauspolitik. Die Parole Kiep kommt, hatte im Frühsommer noch Neugierde geweckt. Jetzt, da Kiep für die Hamburger nicht gar Zeit so neu Speck. Mehr ist, noch 10 Minuten. Keine Wählerrede. Komm. Auf mir liegt die ganze Verantwortung für die Station. Alle tanzen sie mir auf der Nase herum. Gute Nacht. Gegen jede Ideologisierung der Kunst ist. Weil die hanseatischen CDU-Politiker hinter Kiep für den Wähler weitgehend unbekannt gewesen sind, greift der Bürgermeisterkandidat gern auf prominente Wahlhelfer von außerhalb zurück. Für ein paar Stunden ließ er Berlins Regierungschef Richard von Weizsäcker und der CDU-Oberbürgermeister von Stuttgart, Düsseldorf und Frankfurt nach Hamburg einfliegen. Ins Rathaus der Hansestadt waren sie nur zu einer Pressekonferenz gekommen. Dort teilten sie mit, dass die Unregierbarkeit der Städte vorbei sei. Erster Weltkrieg. Man führt Krieg mit Gas.
Sicherheitspolitik ist Friedenspolitik. Sicherheit und Frieden sind die wichtigsten Ziele aller Handlungen der Bundesrepublik Deutschland. Wenn auch das Austragen von Meinungsverschiedenheiten mit Waffengewalt für Europa der Vergangenheit angehören sollte, liegt es doch nicht im Bereich des Unmöglichen. Eine aktive Verteidigungsbereitschaft des Landes erhöht die Chancen des Friedens. Dazu gehört auch, dass unser Gesundheitswesen in die Lage versetzt wird, auch im Verteidigungsfall seinen humanitären Auftrag zu erfüllen. Deshalb brauchen wir ein Gesetz, das die Gesundheit unser aller auch im Falle einer Katastrophe sicherstellt. Bei einer Katastrophe hängt die Gesundheit unser aller davon ab, wie schnell es gelingt, zusätzliches Personal rechtzeitig zum Einsatz zu bringen. Dies scheint umso schwieriger, als zunächst das Lazarettwesen der Bundeswehr mit aktiven Kräften gespeist werden muss und unsere Gastarbeiter sicher sehr bald abwandern werden. Aber wer soll das zivile Gesundheitswesen aufrechterhalten? Unsere Schwesternhelferinnen. 250.000 haben sich bereits ausbilden lassen und es werden immer mehr. Ich bekomme eine gute Ausbildung und guten Lohn. Ich muss sagen, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit. Helfen können finde ich toll. Wenn auch Sie Erfüllung suchen in Ihrer Tätigkeit, werden Sie Schwesternhelferin. Leider genügt dies noch nicht, um uns zu schützen. Und so müssen gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, um alle im Gesundheitswesen tätigen Personen, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, auch dann zu erfassen, wenn sie nicht in ihrem Beruf tätig sind. Freiwillig helfen werden uns natürlich all diejenigen, die in stationären Einrichtungen tätig sind. Alle zusammen werden in ständigen Fortbildungskursen geschult. Pläne müssen aufgestellt, Einrichtungen und Personen erfasst werden, damit die erforderlichen Kapazitäten im Ernstfall zur Verfügung stehen. Informiert die alarmauslösende Stelle, das Deutsche Rote Kreuz, anschließend das Technische Hilfswerk, schließlich den Bundesverband für Selbstschutz und am Schluss die Feuerwehr. Gern werden jung und alt ihre Heime verlassen und nach Hause gehen, um Platz für benötigten Bettraum zu schaffen. Seien Sie also gewiss, Ihre Gesundheit ist auch im Ernstfall in besten Händen. Der Begriff des Dienens lebte gewiss im Roten Kreuz, aber der Begriff des Herrschens, im guten Sinne gemeint, auf Selbstständigkeit, Verantwortung und Führung von Menschen bezogen, ebenso. Er war die große Triebfeder, welche diese lebendigen und tüchtigen Frauen ansprach und ihre Arbeitsfreude wachhielt. So, meine Damen, jetzt stoßen wir mal darauf an. Jawohl. Prost. Prost. Es besteht vielfach die Meinung, Frauen könnten sich nicht vertragen. Wenn ich an damals denke, muss ich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe immer gefunden, dass Frauen, die ein gewisses Format besitzen, sich besonders gut verstehen. Den Ausbau des Bereitschafts- und Katastrophendienstes sah ich wohl als unsere eigentliche Aufgabe an. Andererseits sah ich, dass die Wohlfahrtsarbeit den Frauen mehr am Herzen lag. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass sie den Frauen etwas Konkretes, Lebendiges und auch ihren Herzen etwas gab. Somit förderte die Wohlfahrtsarbeit die eigentliche Aufgabe. Ich strebte es immer an, möglichst viel zu Hause zu sein, aber zu Hause war ich im Grunde oft gar nicht da. Oft kam es vor, dass ich von Breslau nach Berlin fahren musste, und da mein Mann auch oft in Berlin war, so sind wir viele Male auf der Strecke aneinander vorbeigefahren. Etwas sehr Schönes in unserem gemeinsamen Leben war das Reiten. Oft sind wir zusammen ausgeritten und ich fand es immer schön, wenn wir uns von unseren Erlebnissen berichteten. Aber ein Mann denkt hier wohl anders. Im Grunde hat er es wohl lieber, wenn er heimkommt und ihm eine möglichst ruhige Atmosphäre umgibt und die Frau ihn nicht mit ihrer Arbeit belastet.
soll ich wieder aufpassen? Meine Kinder sind beide gestorben. Im Abstand von 2 Jahren. Diphtherie. Danach habe ich meinen Mann verlassen. Ich war dann Zustellerin bei der Post. Dann habe ich mich wieder verlobt. Er ist im Krieg gefallen. Dann bin ich ausgebombt worden. Gehaust habe ich danach in einem alten Kino. Mit einer Bettdecke. Es war alles, was übrig geblieben ist. Wie alt sind Sie jetzt, Frau Heinze? Wie alt sind Sie? 93! 2 Jahre älter als ich. Vorsicht! Komisches Wetter heute, Frau Heinze, nicht wahr? Sie haben meine Handtasche gestohlen. Nein, habe ich nicht. Wieder kommt sie mit ihrem alten Blödsinn. Sie waren es, ich weiß es genau. Frau Heinze, Ihre Handtasche liegt in Ihrem Zimmer. Sie waren es. Hören Sie, sie liegt in Ihrem Zimmer. Sie haben sie gestohlen. Was soll ich mit Ihrer dämlichen Handtasche? Eine 93-jährige Frau die Handtasche stehlen. Gesund und heil und mit einem Bärenhunger nehmen die Lanzer die Marschverpflegung aus Schwesternhand. Die Mädchen winken dem Zug noch lange nach und drücken ihren Jungs die Daumen. Aber 4 Wochen später, oder gar nur 14 Tage. Rasch wird einer Helferin eine Postkarte nach Hause diktiert. Erschrick nicht über die fremde Handschrift, Mutti. Es geht mir gut. Nur hat der Ivan mir einen in den Arm verpasst. Na, wie sieht sie aus? Eingefallen. Aber eigentlich genauso wie am Schluss. Friedlich. Guten Tag, meine Damen.
Ich bin Dr. Bleistein. Ich möchte mich heute mit Ihnen über ABC-Schutzmaßnahmen unterhalten. Dass dieses ABC nichts mit dem Alphabet zu tun hat, wissen Sie sicher selbst. Aber erschrecken Sie nicht, auch ich bin gegen Kernkraftwerke. Ich kann Ihnen natürlich nur einige Grundzüge zum ABC-Schutz beibringen. Aber ich denke, Sie werden so gut sein, sich selbst etwas in die Materie zu vertiefen. Beginnen wir also mit dem Schutzverhalten bei einem atomaren Angriff. Es ist wichtig, dass wir in einem solchen Fall rasch reagieren. In diesem Sinne, meine Damen, sollten wir, so schrecklich es ist, aus Hiroshima und Nagasaki lernen. Mit den heutigen Erkenntnissen wäre damals alles sicherlich nicht so schlimm gekommen, hätte die Bevölkerung Bescheid gewusst. Nehmen wir nun an, es folgt ein Überraschungsangriff ohne vorherigen Alarm. Wo man sich gerade befindet, sofort zu Boden werfen. Wenn Sie im Haus sind, dicht unter das Fenster legen. Gesicht zu Boden wenden, Augen fest schließen und geschlossen halten. Kopf einziehen, Hände und unbedeckte Arme unter den Körper legen. Mindestens 90 Sekunden warten. Nehmen wir an, Sie wären draußen, dann sollten Sie jetzt schleunigst kriechen, Deckung suchen. Wäre der Angriff durch Sirenen vorher angekündigt worden, hätten Sie die Möglichkeit gehabt, durch Graben von Erdlöchern Schlimmeres zu verhindern. So, aber müssen wir mit dem Vorlieb nehmen, was gerade da ist. Etwa ein Haus, eine Mauer oder eine Mulde. Nicht hinter Autos kriechen, das nützt überhaupt nichts. Wenige Sekunden nach dem Lichtblitz erfolgt nämlich ein lauter Detonationsknall, mit dem sich das Eintreffen der Luftdruckwelle ankündigt. Die Luftdruckwelle ist eine Begleiterscheinung der extrem hohen Temperaturen im Explosionszentrum. Die plötzliche Erhitzung der Luftmassen führt zu einer rasanten Ausdehnung. Sie gleicht einem schweren Orkan, der weitreichende chaotische Zerstörung verursacht. Energie und Geschwindigkeit nehmen laufend ab. Nach der Druckwelle eine trügerische Ruhepause. Es folgt eine zum Explosionsort hingerichtete Sogwelle. Über den dritten und wohl auch gefährlichsten Teil, über die Strahlung nach dem atomaren Angriff, darüber erzähle ich Ihnen das nächste Mal etwas. Hallo? Tag. Sag mal, hast du Bücher über Krankenschwestern? Die genügen wohl 8 Stunden am Tag nicht. Hilf mir lieber bei der Inventur. Hast du nun was drüber oder nicht? Links hinten von Hexen, Hebammen und Krankenschwestern. Taugt aber nicht viel. Was interessiert dich denn daran? Na, die Geschichte dieser Frauen. Musst du in die Bibliothek. Scheiße, dir fehlen schon wieder 3 Bücher. Es ist nicht zu fassen, was hier alles geklaut wird. Wieso wird man eigentlich selbstlos? Grüß Gott, ich suche das 6. Buch Moses. Ob wir das wohl haben? In der Pfarrbibliothek ist es jedenfalls nicht. Augenblick mal. Sag mal, hast du das 6. Buch Moses? Es gibt nur 5. Der Herr Geschäftsführer sagt, es gibt nur 5. Das sagen Sie alle. Sie interessieren sich für die Geschichte der Krankenschwestern? Waren sehr viele Adelige darunter. Komisch, nicht? Die hätten sonst ja auch nichts zu tun. Fühlten sich unnütz in einer Männerwelt. Die waren auch froh, wenn sie den Männern helfen durften beim Krieg. Bis zur Selbstaufgabe.
Meinen Sie, Sie sind besser? Aber die Ideologie ist doch weg. Der Beruf geblieben. Sie glauben, es hat sich nichts geändert? Der nächste Krieg wird es zeigen. Angst vor dem Tod? Nein, vor dem Sterben. Manchmal geht es ganz schnell. Hanna, hilfst du mir jetzt endlich? Ja, gleich. Es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Erster Weltkrieg, 1915, Österreich. Die deutsche Schwester Suse hilft operieren. 50 Verwundete am Tag. Kopfschüsse, Bauchschüsse, aufgerissene Lungen, abgefetzte Arme und Beine. Geschwisterl, wo kommst denn? Ich habe meine Hilfsschwesternbrosche verloren. Da machen sie so ein Theater? Na, die werden wir schon wieder finden. Und wann suchen? Am Tage keine Zeit. Nachts ist es schwer verboten, dort oben Taschenlampen aufblitzen zu lassen. Und bis ich eine neue bekomme, da können viele Wochen und Schreibereien vergehen. Wie sieht es sonst aus bei Ihnen? Ach, sehr schlecht. Sehr schlecht sieht es aus. Na, Schwester, was täten Sie dem Leutnant denn geben, wenn er die Broschen gefunden hätte? Unsinn. Erstmal vorzeigen. Erst viel später habe ich erfahren, dass Leutnant von Sturheim am Morgen die ganze Kompanie beiseite genommen hatte. Und alle sind sie mit ihm gegangen und haben die Geröllhalde abgesucht. Die Frau ist gleich fertig.
Kannst du dich nicht einmal anders einteilen lassen? Ich mag's einfach nicht, wenn ich das ganze Wochenende allein bin. Meinst du, mir macht das Spaß? Wenn du nachts arbeitest, sage ich ja auch nichts. Also, ich muss los. Du lass es doch weggehen heute Abend. Wenn ich nicht zu müde bin. Tschüss. Tschüss. Sag mal, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Die Nachtwache kam zu spät. Und am Schluss ist noch eine Frau gestorben. Ich habe gewartet. Unerlaubter Abzug. Vielen Dank, Frau Müller. Beenden Sie uns bald wieder. Wiedersehen. Meine Damen, ich bitte Sie, diese Bögen auszufüllen und mir unterschrieben wieder zurückzugeben. Helfen? Ich werde unterrichtet, dass mein freiwilliger Einsatz in einem etwaigen Verteidigungsfall unter weitgehender Berücksichtigung meiner Einsatzwünsche geregelt wird. Ferner wurde ich davon in Kenntnis gesetzt, dass alle Frauen vom vollendeten 18. bis 55. Lebensjahr im Verteidigungsfall, im zivilen Sanitäts- oder Heilwesen oder in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation verpflichtet werden können. Und was ist, wenn man das nicht unterschreibt? Ich bitte Sie, wir Frauen haben doch, wenn Not am Mann war, noch immer geholfen. Und wenn es tatsächlich zu einer Katastrophe kommen sollte, dann stellen Sie sich doch nicht hin und sagen, dass Sie nicht helfen. Diese Verpflichtung ist doch nur eine Formsache. Wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie leider den Kurs verlassen. Meinen Sie, der Bund finanziert Ihre Ausbildung für nichts? Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, meine Damen. Ihre persönlichen Verhältnisse werden berücksichtigt. Nur wenn es einmal nicht genügend Freiwillige geben sollte, werden Sie herangezogen. Und auch da brauchen Sie nicht zu glauben, dass Sie von einem Tag auf den anderen abgeholt werden. Beschlossen zu verweigern. Was verweigern? Na, dass wir eingesetzt werden, im Ernstfall, als Helferinnen. Eingesetzt wirst du so oder so. Ob du deine Unterschrift zurücknimmst oder nicht. Scheiße, das Feuerzeug war doch vorhin noch da. Und Arbeit als Helferin kriege ich auch keine. Du kümmerst dich ja nicht richtig drum. Wie? Ich sagte, du kümmerst dich nicht richtig um Arbeit. Weil ich Sozialhilfe krieg, hä? Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Ist doch wahr. Schwester Renate opfert sich für ihre Patienten auf und ihre Freundin lebt wie die Made im Speck. Blödsinn. Dabei hast du wirklich nur noch Zeit für deinen blöden Job. Scheiße. Und die Erziehung von deinem Sohn überlässt du auch mir. Du hast ja Zeit. Ach, lass mich doch in Ruhe.
Entschuldige, war nicht so gemeint. Kaffee? Was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist denn los, Boris? Karlchen ist weg. Nach der Machtübernahme durch die Nazis gab es bald ein furchtbares Durcheinander beim Roten Kreuz. Diesem Ansturm stand die Vorsitzende des Provinzialverbandes etwas hilflos gegenüber. Ich wurde von ihr nach Berlin gebeten, um die Verhandlungen mit den Parteistellen zu führen und zu retten, was zu retten war. Täglich verhandelte ich mit einer Parteistelle und es gelang, einem großen Teil der Übergriffe rückgängig zu machen. Ich versicherte, dass das Rote Kreuz seinem Sinn und seinen Satzungen nach unpolitisch sei und auch bleiben würde und verbürgte mich dafür, dass unsere Frauen loyal und neutral arbeiten würden, wenn man sie in Ruhe ließe. Im Oktober 1938 wurden alle Vorsitzenden zu einer rassenpolitischen Schulung in den Harz berufen. Achtung! Alles fällt auf mein Kommando. Vortreten! Jeden Morgen sollten wir uns im Hof versammeln und dann im Gleichschritt zur Flaggenhissung marschieren. Wied, eine ziemlich starke Figur, übernahm die Führung. Und dann machte sie alles falsch. Wir lachten wie die Backfische und es war nicht möglich, uns im Gleichschritt marschieren zu lernen. IDA 51 von IDA 01 kommen. Hier IDA 51. Fahren Sie Hospitalstraße 7, Ruhestörung. IDA 51 hat verstanden. Ende. Musst du aufpassen. Das ist eine Chaotenburg. Mit denen werden wir auch noch fertig. Chaotenburg, verdammtes Scheiße! Ich meine, sowas passiert natürlich nicht jeden Tag. Ne? Aber wenn ich die erwischt hätte, einen nach dem anderen hätte ich mir vorgenommen. Und wir hätten sie wieder zusammengeflickt. Tut mir leid, dass heute alles so schnell gehen muss, aber ich bin alleine. Hanna, kommst du mal? Entschuldigung. Du sollst Frau Schneider von der Intensivstation abholen. Ja, wenn ich hier fertig bin. Nein, du sollst gleich gehen, hat Renate gesagt. Dann musst du weiter füttern. Mir ist nicht egal, womit ich mein Geld verdiene. In unserem Beruf kann man wenigstens noch helfen. Was soll das? Unter Umständen stirbt sie gleich. Sie können nachher weitermachen. Statistik aufmöbeln, hä? Gehen Sie.
Na dann, erstmal Prost. Prost. Die Leiche lebt noch. Was kann ich denn dafür? Auf der Intensivstation sterben eben schon zu viele. Kriegschirurgie heißt, zur rechten Zeit, am rechten Platz, für möglichst viele das Beste zu tun. Da bei einem thermonuklearen Schlag mit Massenanfällen zu rechnen ist, müssen zugegebenermaßen einschneidende Kompromisse eingegangen werden. Bei der Sichtung auf dem Truppenverbandsplatz werden 4 verwundeten Gruppen unterschieden. Erstens geringfügig Verwundete, zweitens Verwundete, die versorgt werden müssen, drittens Verwundete, die sofort behandelt werden müssen, viertens Verwundete in hoffnungslosem Zustand. Die Sichtung, Grundlage ärztlicher Behandlung, wird von einem Sanitätsoffizier vorgenommen. Er muss seine Zeit gut einteilen. 4 Gruppe 1 wird keine Zeit aufgewendet. Gruppe 2 wird untersucht, die Behandlung aber anderen überlassen. Selbstverständlich ist es nutzlos, für die Gruppe 4 viel Zeit zu verwenden. Denn wenn man sich zu lange mit dieser Gruppe aufhält, kann dies dazu führen, dass der Zustand der Gruppe 3, bei denen die größten Chancen auf Rettung bestehen, sich verschlimmert und vermeidbare Todesfälle eintreten. Über die Unterscheidungskriterien zwischen Gruppe 3 und Gruppe 4 habe ich bereits das letzte Mal referiert. Um Ihnen aber mehr Sicherheit und zugleich die Möglichkeit zur Überprüfung der eigenen Entscheidungsfähigkeit zu geben, einige Testfälle. Nehmen Sie bitte Bogen C2. Schussverletzung, Ruhigstellung durch Sedativa möglich. Schädelverletzung, tiefe Bewusstlosigkeit. Gesichtsverletzung. Schwere Hautrötung nach einem thermonuklearen Angriff mit stoßweisem Erbrechen und Durchfall. Überall Krankenschwestern. Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Nö. Hör mal zu. Zu allen Zeiten haben Frauen sich eingesetzt und bewährt, wenn es galt, Katastrophen zu bewältigen. Frauen sind zur Samariterin geboren und veranlagt. Dienst am Nächsten, an der Familie, am Hilflosen ist der Frau nicht Opfer, sondern Selbstverständlichkeit. Krankenpflege beherrscht sie. Sie kann im Notfall eine ganze Mannschaft Hungernder bekochen. Gibt es eine idealere Katastrophenhelferin? Von wann ist denn das? 1922? März 1981. Gut. Gut ist gut. Ein Hammer ist das. Bloß aufstehen. Schwester, helfen Sie mir doch!
ja schon ganz prima. Leider brachte das Jahr 1938 doch nichts Gutes. Unsere Frauenvereine wurden unter Führung der Männer mit den Männervereinen zusammengeschlossen. Dies bedeutete die Unterordnung von tatkräftigen und großzügigen Frauen unter Männer. Wir hatten die Verwaltungskosten unseres Apparates recht gering gehalten. Dies änderte sich nun. Wir mussten uns in das Räderwerk eines regulären Verwaltungsapparates einfügen. Formulare, Anordnungen, Statistiken türmten sich auf unseren Schreibtischen. Sie nahmen uns kostbare Zeit und beeinträchtigten die lebendige, praktische Arbeit. Dienstvorschriften brachten etwas völlig Neues. Es gab plötzlich 13 Dienstränge. Dass wir Frauen mit diesem Stoß, der uns bis ins Innerste traf, fertig wurden, lag daran, dass ein knappes Jahr darauf der Zweite Weltkrieg begann und uns eine Fülle von Arbeit und neue, große Aufgaben brachte. Ein Buch bringen, Herr Oberleutnant? Vielleicht etwas Lustiges? Oder wollen wir eine Partie Schach spielen? Sie sollten nicht immer so traurig vor sich hinsehen. Danke, Schwester, ich brauche nichts. Sie machen mir wirklich am meisten Sorge, Herr Oberleutnant. Alles habe ich schon gebracht. Die neuesten Illustrierten, den Adler mit Stuckers drauf. Und Sie sehen es gar nicht an. Tja, er ist noch immer völlig apathisch. Nichts interessiert ihn. Dabei hat er seit heute kein Fieber mehr. Tja, organisch ist alles in Ordnung. Sogar wunderbar geheilt. Mehr kann ich nicht machen. Das andere muss aus ihm selbst kommen. Irgendetwas, was ihn ergreift, was ihn aufrüttelt. Schicken Sie ihn mit. Es gibt keinen Menschen, der von dort ohne Ergriffenheit weggehen kann. Also meinetwegen, Schwester Ursula. Nehmen Sie ihn mit nach Bayreuth. Schnell sagen Sie, viel zu langsam. Jetzt weiß ich wieder, wohin ich gehöre. Donbass in Norwegen, 23.12.1940, 12.23 Uhr. Schwester Traudl schlägt eigenhändig den Weihnachtsbaum für ihre Soldaten. Die nehmen wir. Die ist schön.
Geben Sie mir bitte mal das Beil. Würden Sie dies hier mal... Nimm diesmal alles weg hier. Das auch. Ziehen Sie doch mal nach dem Rechten. Jawohl, Herr Ratscher. Präventive Maßnahmen zur Verhütung einer Panik. Erstens, schon beim Aufkommen einer allgemeinen Unruhe, kurze, eindrucksvolle Schilderung der Lage und der Möglichkeiten, diese zu verbessern. Zweitens, keine widerspruchsvollen Anordnungen, keine hektischen Bewegungen. Drittens, kurze energische Widerlegung von haltlosen Gerüchten. Ich darf Ihnen versichern, dass Sie laut Grundgesetz nicht zum Kriegsdienst verpflichtet sind. Nicht zum Kriegsdienst, meine Damen. Verhinderung von Diskussionen. Politische Werbung ist im Rathaus verboten. Bitte das Anfangen einsammeln, das Einrollen, Einrollen, hab ich gesagt? Einrollen, nein, das ist nicht gestaltet hier, nein, verboten im Rathaus politische Werbung, nein. Viertens, Ablösung nervöser, Durchsetzung schwacher Führungskräfte. Fünftens, Klärung der Situation. Sechstens, prägnante, unzweideutige Weisungen der Führer und Unterführer. Also, meine Damen, ich mache einen Vorschlag. Entweder Sie kommen jetzt alle einzeln herein und geben Ihre Verweigerungsschreiben, oder ich lasse gar keinen herein. Siebtens, Anweisungen zur sofortigen Aufnahme einer sinnvollen Tätigkeit. Dankeschön. Dankeschön. Bitte sehr. Danke. Danke. Dankeschön. 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 Das Kind hätte sich daheim auch wohl gefühlt. Dankeschön. 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 Achtens, wenn möglich, Abgabe von alkoholfreien Getränken, auf keinen Fall Alkohol. Dankeschön. Komm eh nieder an, oder? Ach, wie schön. Na, das hier. Dankeschön. 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 Sie brauchen es ja nicht dafür. Dankeschön. Dankeschön. Bewährt hat sich hier auch Kaugummi. Ich glaube, ich höre auf. Warum denn? Ich werde langsam zu eingleisig. Oberschwester Renate. Vielleicht wärst du bald Oberin geworden. Das musst gerade du mir sagen. Und was willst du dann machen?
Büro, putzen, ich weiß noch nicht. Das wird auch nicht einfacher. Du kommst doch auch raus. Ich muss einfach mal aufhören, dann fällt mir schon was ein. Ich begrüße Oberschwester Renate im Kreis der Sozialhilfeempfängerinnen. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich habe immer gedacht, du wärst die geborene Krankenschwester, die ideale Helferin. Oh, helfen, helfen. Fang du nie auch noch an mit dem Quatsch. Wir verrichten Dienstleistungen an Patienten, mehr nicht. Na, meine Damen, schon voll in Weihnachtsstimmung? Schwester Renate, stimmt es wirklich, dass Sie uns verlassen wollen? Hätte ich ihr nie zugetraut, dass sie sowas macht. Ich habe Renate unterschätzt. Hättest du gedacht, dass sie aufhört? Nö. Sie war der Prototyp einer Krankenschwester für mich. Schwester Barbara, ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Ernennung als Oberschwester. Das ist aber nett von Ihnen. Danke. Hat die FAG die Sinnlosigkeit der geplanten Staudamm-West erkannt und das Bauvorhaben aufgegeben. Die bereits gerodeten Waldflächen sollen wieder aufgeforstet werden. Bitte. Meine Damen und Herren, soeben erreicht uns die Nachricht, dass ein atomarer Angriff auf den Großraum Hamburg stattgefunden hat. Mit Auswirkungen ist auch in ganz Niedersachsen zu rechnen. Bitte bewahren Sie Ruhe, schließen Sie Türen und Fenster und halten Sie sich an die über alle Rundfunksender verbreiteten Anweisungen. Thank you.
können Sie sich auf Ihre jahrelange Erfahrung stützen. Ich darf Sie doch duzen, oder? Schwester Barbara, das sind ja unhaltbare Zustände. Wir brauchen sofort jede greifbare Helferin. Veranlassen Sie, dass wir dieses Hilfspersonal sofort bekommen. So geht's nicht weiter. Die Lage ist äußerst schwierig. Wir haben keine Verbindung nach draußen. Früher haben wir Frauen auch improvisiert. Keine umständliche Männerwirtschaft, schnell und unbürokratisch. Ich sage Ihnen, Frau Kollegin, bei schwerem, stoßartigen Erbrechen hat dieser Mann mehr als 600 Rem abbekommen. Eine Behandlung ist sinnlos und daher abzulehnen. Schweres, stoßartiges Erbrechen und deutliche Hautrötung. Sehen Sie sich den Mann an. Nur leichte Hautrötung, also unter 600 Rem. Gruppe 3, Behandlungspriorität. Ja, haben Sie denn nicht aufgepasst? Der Mann hier scheißt doch in die Hosen. Durchfall, Frau Kollegin, also über 600 Rem. Gruppe 4, konservative Behandlung. Aber nur schwache Hautrötung und leichte Erschöpfung. Alles gesagt, Zeitvergeudung. Aber sagen wir wenigstens Transportpriorität, Gruppe 2. Ja? Ich komme gleich. Her. Haben Sie die Schwester Suse gesehen? Die hat schon wieder Broschen verloren. Zustände völlig unzureichender Hygiene,
durch insuffiziente Wasch- und Toilettenverhältnisse, Überhandnehmen von Unrat- und krankheitsübertragenden Nagetieren, fehlende Überwachung von Wasser und Lebensmitteln, Aufrechterhaltung einer funktionierenden Hygienekontrolle, äußerst schwierig, hochachtungsvoll und so weiter, pipapo.